schmeckt's mir wieder besonders gut. Das freut mich zu hören. Und? Kinder, wie geht's da? Kann mich nicht beklagen. Also geht's da gut? Ja, es geht mir ganz gut. Alles bestens. Hast schon einen Namen gefunden? Frau Zelenka, das fragen Sie mich jedes Mal. Weil das ein sehr wichtiges Thema im Leben einer Frau ist. Vielleicht in Ihrem Leben. Aber ich habe andere Sorgen. Sorgen? Wer wird denn später mal für dich sorgen, ha? Na, ich? So wie ich es jetzt auch schon immer gemacht habe. Jetzt? Aber wenn du später mal Kinder kriegst, ja? Dann geht's nicht mehr so leicht. Da muss dein Mann für dich und deine Kinder Sorge tragen, damit es euch gut geht. Frau Zelenka, wir leben nicht mehr im Mittelalter. Es gibt Krippen, Horte, Kindergarten, wo man die Belger tagsüber abgeben kann. Belger? Also wirklich, die Ausdrucksweise von euch jungen Leuten ist aber schon sehr sonderbar. Was? Belger? Das ist überhaupt nicht sonderbar. Meine Mutter hat das auch immer verwendet. Deine Mama hat dich ein Haar gesteckt, wie du nur klar warst? Wenn man Alleinerzieherin ist, von drei Kindern, dann hat man wohl keine andere Wahl. Oder sehen Sie das anders, ha? Ich habe nur gemeint, dass man so als Mutter die schönsten Momente mit den Kindern verpasst. Ach. Also meine schönsten Momente hatte ich auf Festivals. Bald kommen Metallica in die Kreau. Dann wird wieder so richtig abgerockt. Ja. Metallica? Was ist denn das? Oh. Sagen Sie nicht, dass Sie die nicht kennen. Nur nie was davon gehört. Das ist eine Band. Die gibt's schon seit über 30 Jahren. Ah, ich verstehe. Eine Rockband, nicht wahr? Naja, so in der Art, aber ist doch egal. Aber was? Wer war's? Vielleicht findest du dort einen netten Mann, ha? Ja, zum Beispiel einen von der Rockband. Was? Ja, warum denn nicht? Jetzt kommt Frau Zelenka, das sind Superstars. Die lernt man nicht irgendwo kennen. Frau Zelenka, ich weiß, Sie meinen es gut, aber... Nee. Ich brauche keinen Mann, um glücklich zu sein. Glücklich. Weißt du? Was denn? Ich war mit meinem Joa so glücklich. Wir sind mit der Krebs noch. Oh, Frau Zelenka. Das tut mir sehr leid. Ich bin Donnerstag. März 4 Jahre. Sie müssen ihn sehr vermissen. Ja. Kommt her. Jeden Tag denkt er an ihn. An all die schönen Jahre, die mir der liebe Gott mit ihm geschenkt hat. Mein Gott, was darf ich dafür geben, dass ich nur einmal so jung war wie du? Gesund. Beweglich. Ja, weißt. Was waren wir verliebt? Habe ich das schon einmal erzählt, wie mir der Johann den Antrag gemacht hat? Ach, Frau Zelenka, Sie wissen doch, ich plaudere immer gerne mit Ihnen, aber ich muss jetzt echt los. Nächstes Mal vielleicht. Was? Oder? Heute die auf. Ich muss um 18 Uhr leider wieder im Firmengebäude sein. Listen.
Tut mir leid, Lea. Aber bitte tu mir einen Gefallen. Geh nicht durch den Wald. Versprichst du mir das? Bitte. Ach, Kotzelenka, das sagen sie mir jedes Mal. Ja, weil es wichtig ist, Charlia. Der Wald ist groß. Und wenn es dunkel wird, dann kann man sich sehr leicht verlaufen. Bitte. Ich habe mich noch nie verlaufen. Ja, du nicht. Aber andere vor dir schon. Außerdem treibt sich ein böser Wolf herum. Böser Wolf? Ja, hast denn nichts davon gehört? Was ist denn das jetzt für ein Schauermärchen? Jetzt komm, Lea. Bitte. Geh auf der Straße. Bitte, ich habe so ein schlechtes Gefühl, wenn du durch den Wald gehst. Bitte, du musst mir's versprechen. Frau Zelenka, ich verspreche es. Okay? Versprochen. Gut, mein Dirndl. Aber jetzt schau, mach dich auf den Weg, bevor es jetzt wirklich, wirklich dunkel wird. Bitte. Wiedersehen. Sie denn plötzlich her? Ich laufe ja ab und zu durch den Wald. Nach der Arbeit. Ich habe viel Stress, müssen Sie wissen. Ich habe Sie noch nie gesehen. Oh. Sagen Sie mal, haben Sie mich verfolgt? Ich Sie verfolgt? Wieso sollte ich das tun? Keine Ahnung. Es war nur so ein Gedanke. Sie haben sich verletzt? Oh nee, das ist nur ein Kratzer. Wenn der Dreck in die Wunde kommt, kann er sich entzünden. Das sollte verarztet werden. Ja, ich schaff das schon allein, okay? Nicht weit von hier wohnt die alte Zelenka. Die verarztet sie bestimmt. Ach, von der komme ich gerade. Tatsächlich? Ja. Sind Sie mit ihr verwandt? Nein. Nein, ich bringe nur dreimal die Woche das Essen. Sind Sie ein Pizzabote? Nein. Ich arbeite bei einer Firma, die älteren und behinderten Menschen das Essen bringt. Essen auf Rädern? Ja, so in der Art, genau. Aber ich muss jetzt echt dringend los, weil mein Boss macht mir sonst die Hölle heiß. Okay. Ich kann Sie ein Stück mitnehmen. Mein Auto steht gleich beim Parkplatz. Oh, danke, aber meins auch. Mein Name ist übrigens Wolfgang. Ach, okay. Und was gab's heute Gutes für die alte Zelenka? Puttenschnitzel mit Kartoffelsalat. Das klingt doch köstlich. Davon muss die Alte 2 Tage zehren. Wie kommen Sie denn darauf? Weil Sie gemeint haben, dass Sie sie 3-mal die Woche besuchen. Ach, ich wechsle mich ab mit einer Kollegin. Und danach haben Sie Feierabend. Warum wollen Sie das wissen? Weil ich Sie danach gerne auf einen Drink einladen würde. Nicht wirklich jetzt, oder? Du weißt ja gar nicht, wie ich im Bett bin. Ach, jetzt ehrlich? Ach! Das ist doch nicht. Es tut mir leid, es tut mir leid, das war nur ein blöder Spruch.
denn noch? Sehen wir uns wieder? Wohl kaum. Dann versprechen Sie mir, dass Sie auf die Wunde aufpassen und sie verarzten lassen. Ja, ich werde schon nicht vergessen. Wir sehen uns bestimmt wieder. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Wie kann das Zeitz dem Wolf helfen, obwohl unsere Existenz und Sicherheit gefährdet ist? Ja, das meine ich aber auch jetzt. Du, sag ich euch, wir nehmen das Zeitz selber in die Hand. Ja, okay. Jawohl, das ist ein Wort. Wir werden Mittel und Wege finden, um die Missgeburt der Hölle endlich zur Strecke zu bringen. Jawohl, das machen wir. Mit der Beste haben wir schon nur mitgemacht. Hey, mein Bruder hat akut zwei Schaft und vier hingefallen. Stell dir vor, wo ist denn dein Bruder? Ich hab keine Zeit gehabt, ich muss den Stall hier reparieren. Das Mistviech hat es am Aufbissen. Mit dir? Ja, ohne Schmeck, kein Schatz. Er muss echt nur raus, ein bisschen so groß, dass er reingekommen ist. Ja, wie groß ist denn das Viech? Was weiß ich? Muss ein Mutzbracker sein? Ja, ich war gleich morgen in der Früh werden Fohlen aufgestellt. Ich? Jawohl, das ist eine coole Idee. Ich will, dass jeder angreift, weil das ist nur, dass ihr es wisst. Ja, ja, vielleicht werden die Fohlen morgen notwendig sein. Ja, das ist. Ich hab mir ein neues Nachtsichtgerät besorgt, damit lege ich mich heute Nacht auf die Lauer. Und wenn man das Mistgeburt fährst, zum Fernrennen von Telefon ziehe ich aber genüsslich am Abzug. Ja, bravo, das ist super! Aber wie kommst du dazu? Ja, hab ich mir besorgt, ich hab Beziehungen zum Militär. PVS 14. Christlich verstärkt. 1550 hat es gekostet. Das ist aber kein Schmarrn. Ja, war halt eigentlich nur teurer gewesen, aber verbunden zum Militär. Also, ja. Das sind die Geräte, die die Amis im Irak verwendet haben. Ja, bester Marsch. Ja. Da wird er nicht viel Chance haben, das sag ich dir halt. Was ist vorbei? Weißt du, wie alt der Hoffmann Karl von mir weg ist? Ist schon jeden. Ja. Also, gehört, genau, wenn ich mich aufs Dach von meinem Häusl stehe, ja, und in der Nacht übers Feld zum Karl seinen Hund von mir schaue, ja, kann ich sogar, wenn es bedeckt ist, noch sehen, ob sich sein Hund im Arsch oder die Eier legt. Es gäb's ja nicht! Das kannst du mir wohl leicht. Aber jetzt hat es schon weg. Du musst doch erst einmal treffen, was das so einfach ist. Nein! Aber ich sag das, den erwisch ich schon. Ja, aber geh du mit deinem Nachtsichtgerät und ich geh mit der Franziska, weil die sieht nämlich besser wie ich. Ja, ich schießt gut, aber sie schießt gut. Ich sieht mit meinem Nachtsichtgerät lag gut. Aber du weißt nicht, du hast eine Chance. Du musst nutzen. Ich werde ihn schon treffen, ich werde ihn schon. Der Mensch ist schon besser. Der Wolf, der bewegt sich. Oder? Vergiss das nicht. Der hat gescheit nicht der Wolf da. Was willst du jetzt damit sagen? Naja. Was willst du jetzt damit sagen? Hä? Traust du mir's nicht zu, oder was? Ja, wenn der Killerinstinkt kommt. Ja, ja. Wenn mein. Ein wenig skeptisch bin ich schon. Wenn mein Killerinstinkt erst einmal weg ist, die verfüllt mein Zunge. Das trinken wir jetzt noch einmal zusammen. Auf morgen! Auf morgen! Morgen lecker, das sag ich eigentlich. Jawohl! Auf das heute Abend. Auf morgen! Loschen ist la. Ich sehe dich! Was für ein Ich hab dich so vermisst. Oh mein Gott. Ich hab dir Geschenke mitgebracht. Was allein? Was? Oh mein Gott. Nur für dich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist. Oh mein Gott, es ist so schön. Ich muss es sofort anziehen. Du musst nicht mit mir schlafen dafür. Ich würd's aber tun. Mein Mädchen! Ich muss es jetzt gleich umziehen, okay? Geh wieder rüber. Okay! Also komm, du bist so verrückt! Oh mein Gott, oh Gott, es ist. Wow, es ist der Wahnsinn! Es ist so schön! Und, so. Oh, zack, 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 zack. Ja. So. Und. Rauf damit. Hallo ihr beiden, na wie läuft's? Ah, danke, es geht gut. Hallo. Wie geht's dir denn? Hallo. Na, was macht ihr denn Montag hier? Montag ist ja fast nichts los bei uns. Naja, ich war jetzt zwei Wochen in Los Angeles und wir wollten ein bisschen quatschen, wir haben uns so lange nicht gesehen und
ein bisschen ruhiger heute mal. Ja, okay, ja. Dann seid ihr heute hier der richtige Adresse. Ja, genau. Bitte, Dame. Oh, danke schön. Gentlemen. Natürlich die zweite Türe auch. Oh. To the sun. Don't shines. Everyone. Flower me. To the sun. Don't forget shines. Everyone. Ja, das stimmt. Freigetränke, danke dir. Cheers. Auf uns. Auf uns. Ja. Wenn man die Regeln drauf hat, dann wickelt man die Männer ganz einfach um den Finger. Das hätte mich aber nicht ausgenommen. Nein. Ich war im Schnitt vielleicht dreimal an der Uni letzten Monat. Dreimal? Bist du verrückt? Ich habe irgendwie gerade keinen Bock auf Lernen. Ich dachte, Musik ist das, was du machen willst. Das hast du Bock auf Lernen. Ja, Musik. Musik ist alles, was ich machen möchte. Rockmusik. Diese Scheißklassik, die hängt mir schon aus dem Hals raus. Oh. Würdest du zur Uni gehen, würdest du wissen, dass Klassik die Grundlage zu aller Musik ist. Das weißt du. Das weiß ich ja auch, aber ich habe das Gefühl, ich passe dort nicht hin. Ich möchte doch einfach nur Musik machen. Ich möchte einfach nur Rock machen. Ich möchte auf die Bühne. Ich möchte einfach nur durchstarten. Und reich und berühmt werden, oder was? Ja, das wäre ein netter Nebeneffekt. Das wäre cool. Aber das hatten wir schon tausendmal hier. Das wollen viele. Hey, das ist echt fies. Glaubst du einfach nicht an mich? Doch, ich glaube an dich. Hey, ich hab's drauf. Das weißt du. Ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Das weiß ich nicht. Ich bin dein größter Fan, das weiß ich. Aber einer von uns beiden muss rational denken. Und meine wichtige Sache ist, eine Grundausbildung ist wichtig, Lea. Bitte schön. Dankeschön. Was ist das? Auf uns. Ja, auf uns. Hallo. Wir essen das und haben einfach Spaß. Auf uns und Spaß. Gehen wir kurz mit. Oh, ja. Mhm. Ich hab das ewig nicht mehr getan. Womit kann ich dienen? Herr Kratzek, wir wissen doch beide, warum ich Sie zu mir bestellt habe. Weil Sie verrückt nach mir sind und endlich eine Stunde allein mit mir sein möchten. Wir vergessen einfach, was Sie da gerade von sich gegeben haben. Wenn ich will, der hat schon, oder? Sie scheinen das alles auf die lockere Schulter zu nehmen.
Dabei ist Ihre Lage mittlerweile ziemlich ernst. Seit einem halben Verkaufsjahr gehen Ihre Verkaufszahlen kontinuierlich bergab. Und jeden kann irgendwann vorübergehend das Glück verlassen. Wir sind ja aber nicht im Spielcasino, Herr Kratzek. Glück ist in Ihrem Job zweitrangig. Sie sind hier bei uns angestellt, um Staubsauger zu verkaufen. Bei uns? Vor einem halben Jahr waren Sie noch gar nicht hier, bei uns. In den vergangenen 2 Wochen haben Sie überhaupt nichts verkauft. Ich weiß nicht, welche Verkaufsstrategie Sie zurzeit verfolgen, doch trennen Sie sich von ihr. Ansonsten trennen wir uns von Ihnen. Das ist super, oder? Das Gefühl, frisch von der Uni und dann gleich den Leuten erklären, was Verkauf bedeutet. Haben Sie ein Problem damit, dass ich Akademikerin bin? Ein Problem, dass Sie eine Frau als Vorgesetzte bekommen haben? Nein, wieso sollte ich? Oder ist es Ihr Alkoholproblem, das Ihnen so zu schaffen macht? Also wenn wir jetzt über die Trinkgewohnheiten von den Leuten hier sprechen, dann können wir gleich die Hälfte von allen Mitarbeitern im Außendienst entlassen. Ich bin nicht Raucherin. Ich habe Ihnen noch keine angeboten. In meinem Büro rauchen Sie nicht. Ich sag's nicht nochmal. Jetzt zufrieden, Frau Akademikerin? Wollen Sie vielleicht ein Foto von mir machen? Dann hätten Sie eins von einem echten Typen mit fetten Eiern in der Hose anstatt von dem Lulatsch. Herr Kratzek! Sagen Sie, waren Sie eigentlich immer schon so ein Sexist? Oder haben die bösen, gemeinen Frauen in Ihrem Leben Sie erst dazu gemacht? Bitte lass mir die Frauen einfach aus dem Spiel. Ah, jetzt habe ich's. Es ist Ihre letzte Scheidung, die Sie noch immer nicht überwunden haben. Das geht haben. Sie erstens überhaupt nichts an und es passt auch nicht so gut hier zum Arbeitsplatz. Würde mich nicht wundern, wenn Ihre Version, die Sie hier uns allen erzählt haben, nicht ganz der Wahrheit entspricht. Bitte lassen Sie das Thema einfach, bitte. Ich gehe eher davon aus, dass sie sie verlassen hat und nicht umgekehrt. Ich sag's noch ein letztes Mal. Passen Sie bitte auf. Tja, sieht ganz so aus, als lege ich in meiner Vermutung nicht ganz falsch. Passen Sie bitte auf! Nein! Jetzt passen Sie mal auf! Wenn Sie nicht bis Ende des Monats 10 neue Verträge auf den Tisch legen, dann sind Sie schneller entlassen, als die Macho-Schwein sagen können. Ich bin Ihnen haushoch überlegen. Und sitze am längeren Ast. Also sparen Sie sich in Zukunft das Kräftemessen und seien Sie froh, dass ich Sie nicht auf der Stelle feuere. Und jetzt raus hier! Chef will dich sehen. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen, Jessica. Er will dich sofort in seinem Büro sehen. Und? Wieso will er mich sprechen? Das kannst du dir nicht denken. Wegen den paar Minuten. Es scheint, als hättest sogar du den Bogen überspannt bei deinem Onkel, liebe Lea. Nur weil du etwas älter bist als ich. Heißt das noch lange nicht, dass du so mit mir sprechen darfst. Okay? Und nur weil du die süße kleine Nichte vom Chef bist, brauchst du es nicht jeden Tag schamlos aufnehmen lassen. Ach, tue ich das etwa? Tue ich das etwa? Wie ich meine Arbeit verrichte, geht dich einen feuchten Scheißdreck an. Ich mische mich doch auch nicht in deine Angelegenheiten ein, oder? Wenn du dich ausgenutzt und ausgebeutet fühlst, dann schalt einfach einen Gang runter und bleib cool. Wie wäre das? Ich soll den Gang runterschalten? Ja. Wenn ich so eine Arbeitseinstellung an den Tag legen würde wie du, wäre ich schon längst geflogen hier. Tja, du lässt eben deine Titten raushängen. So pflegt jede den Stil, der eben zu einem passt. Wer hat, der hat Lea, nicht wahr? Auf Wiedersehen. Hallo, Lea.
Ach, nichts. Diese blöde Jessica. Die hat sich schon wieder aufgeregt, nur weil ich ein paar Minuten zu spät gekommen bin. Die tut doch immer so, als wäre sie hier der Boss. Das geht doch gar nicht. Ich meine, was denkt sie sich eigentlich dabei? Ach, die ist doch nur neidisch, weil du viel sympathischer bist und viel besser aussiehst als sie. Oh, oh Max, du bist so süß. Das ist so lieb von dir. Das brauche ich heute echt. Max, wenn ich dich ganz lieb um etwas bitten würde, Los, sag schon. Also, das kann ich tun. Nein, also, mein Onkel möchte mich oben im Büro sprechen. Und, naja. Ich bin ja ohnehin schon zu spät dran und naja, ich hab leider die Boxen von meinen Klienten und Essen. Ich mach das für dich. Echt jetzt? Ja. Wahnsinn! Max, du bist ein Schatz, wow! Mach also gut, hier sind die Autoschlüssel und naja, du weißt ja, welcher meiner ist und ja. Ja, ich fahr's mal los und okay. Ich komm dann, also ich beeil mich und komm dann und helf dir, okay? Tschüss! Ciao! Schön, dich auch wieder einmal zu sehen. So kann das nicht weitergehen. Was willst du damit sagen, lieber? Du bist schon wieder viel zu spät. Ach, wegen den paar Minuten regst du dich auf? Echt jetzt? Lea, übernimm einmal Verantwortung über dich selbst. Du musst erwachsen werden. Ich weiß, durch den frühen Tod deiner Mutter hast du es auch nicht immer leicht gehabt. Aber reiß dich zusammen. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Von deiner locker flapsigen Art. So, mir nichts, dir nichts, was geht's mich an? Ja, und? Willst du den Job hier behalten? Was? Ich bekomme einen Rundumschlag von dir ab? Nur weil ich ein paar Minuten zu spät bin? Ein paar Minuten, es sind immer nur ein paar Minuten. Ein paar Minuten da, ein paar Minuten da. Aber du weißt, was bei dir in Summe immer zusammenkommt. Haben sich irgendwelche Kunden über mich beschwert? Wenn sich Kunden über dich beschweren, dann würden wir eine andere Art von Gespräch miteinander führen. Das kannst du mir glauben. Ja, auch klar, dass sich keine Kunden über mich beschweren. Mich lieben einfach alle. Tja. Entschuldigung, der Herr Priebi, wer ist da? Ist es der vom Ministerium? Ja, genau. Wegen der Qualitätsprüfung? Ja, genau. Er soll noch ein paar Minuten sich gedulden. Sorry, ja. Bodybuilding? Szene Österreich? Was machst du damit? Es ist sehr informativ. Nein. Lach nur, aber lach unterwegs über deinen alten Onkel. Du musst sicher auch das Auto noch beladen. Oh nein, mach dir über das mal keine Gedanken. Das ist schon alles in der Hand. Der Herr Briebel ist so unglücklich. Ich kann ihn nicht mehr aufhalten, bitte. Was soll ich ihn jetzt noch sagen? Er soll dann reinkommen. Ja, lieber Onkel, kümmere dich um den. Wir sehen uns dann! Sorry, Max. Es hat etwas länger gedauert. Mach nichts, ich bin ein starker Mann. Wenn du noch etwas mehr trainierst, vielleicht schaffst du es dann auch in das Buch von meinem Onkel. Welches Buch? Ach, vergiss es. Bist du fertig? Ja. Danke, Max. Ja, echt jetzt. Also, vielleicht können wir das nächste Mal gemeinsam und so. Dann helfe ich dir einfach beim Einräumen, okay? Warte noch kurz. Ich würde dich gern was fragen. Nee, nein, tut mir leid. Ich hatte echt keine Zeit, okay? Okay. Ja, vielleicht das nächste Mal, okay? Ciao. Deine 10. Partenverschlüsse standen, dass du Titten hast. Fick dich, du Blöde. Pist.
Ja! Super, das wird sicher ein super Abschluss werden. Für den scheiß Parkplatz. Du Arschloch, hast du keine Ahnung im Kopf? Super, dass da kein Parkplatz ist. Danke. Dixer, Dixer, Dixer. Danke. Den einen scheiß Abschluss, wenigstens den einen scheiß Abschluss. Gesicht. Das ist Ihr neuer Staubsauger. Er ist wunderbar, der Herkules 1255. Weil der Wolf liebt ihn auch. Du musst noch warten. Mein lieber Herkules, du musst jetzt verkauft. Sogar eine halbe Ewigkeit und vor allem seitdem diese Großbestelle eröffnet hat. Bin ich wahrscheinlich ein echter Glücksfee. Ja, scheint so, vielleicht bleibt das für mich noch Glück auch hier bei mir hängen. Also ich kann Ihnen garantieren, wenn Sie sich für unser neues Spitzenmodell entscheiden, dann sind Sie die glücklichste Hausfrau vom ganzen Bezirk. Ah, nein, ich bin keine Hausfrau, ich bin Büroangestellte, ich habe nur derzeit Urlaub. Geht es Ihnen gut? Wunderbar. Es ist nur ein bisschen warm herinnen. Ich würde nur das Fenster holen, wenn ich das was. Stelle mir das Glas hier hin. Sind Sie schon lange in dieser Firma? Zu lange. Aber es scheint so, dass Sie recht vertraut mit diesem Gerät sind. Meinen Sie, ob ich das auch so schnell zusammenbauen könnte? Wieso sollten Sie das müssen? Wollen Sie es auch für uns anheuern, oder? Nein. Ich glaube, dann ist es auch nicht nötig, dass Sie es so schnell zusammenbauen. Also, Weißt du, was Sie da sehen? Ist unser neuestes Spitzenmodell, der Herkules 1250. Er hat 1250 Watt Saugkraft. Es hat ein stufenlos verstellbares Saugrohr und der Schlauch ist der neueste Schrei aus den USA. Der ist mit Polymer-Hybrid betrieben und es wird auch bei der Weltraumtechnik eingesetzt. Weltraumtechnik in einem Staubsauger? Genau. Ist denn das nötig? Was soll das für eine Frage sein? Na, ich denke mal, wenn diese Materialien auch in der Raumfahrt eingesetzt werden, sind die bestimmt sehr teuer. Und ich sehe ehrlich gesagt nicht ein, warum ich als... Sie kennen wahrscheinlich Solarzellen, oder? Ja, natürlich. Die sind auch für die Weltraumtechnik eingesetzt worden. Und da ist in jedem zweiten Taschenrechner ein Stück drinnen.
Also wollen Sie mir jetzt damit sagen, dass diese Teile gar nicht mehr so teuer sind? Verstehe ich Sie richtig? Was? Welche Teile? Das? Der eine Schlauch hat das Material. Der Schlauch. Hören Sie mir nicht zu? Habe ich vorher gehört. Natürlich höre ich Ihnen zu. Das ist wunderbar, weil dann könnte ich einfach mit meiner Arbeit weitermachen und ja. Bitte, machen Sie. Es gibt noch ein paar Neuigkeiten bei diesem Modell. Ganz unterschiedlich zum Vorläufer. Er kann nass und trocken saugen. Er hat ein doppelt so langes Stromkabel, das heißt, Sie müssen nicht mehr, angenommen, Sie saugen die ganze Wohnung. Dann ist es sicher schon passiert, dass Sie mal von der Küche rausbiegen und umstecken müssen, weil das Kabel zu kurz ist. Das passiert Ihnen mit diesem Modell bestimmt nicht mehr. Ja, ich komm schon! Da bist du endlich. Die haben mir schon Sorgen gemacht. Ja, der Verkehr war einfach die Hölle. Tut mir leid. So. Ja, um die Zeit, die Stoßzeit ist doch schon längst vorüber. Ja. Es gab einen sehr schweren Unfall an der Südosttangente. Da waren gleich zwei Spuren. Total belegt mit den Stadtautos. Die haben einfach alles aufgehalten. Ja, ich hab nichts gehört im Radio davon. Sie und Ihr Radio. Ja, was soll ich denn machen? Die Zeitungen sind zu teuer geworden und im Fernsehen bringen sie nur mehr Blödsinn, der ausgestreut wird und ja, da bleibt mir nur mehr das Radio. Noch nie etwas vom Internet gehört? Der Internet? Wozu soll ich mal heute mit sowas anfangen? Sie haben ja noch nicht mal ein Handy. Ja. Ja, wozu brauche ich ein Handy? Meine Tochter ist in Spanien, die ruft mich einmal in der Woche an und mein Freund, mein Bester, der Karl, der klopft an, wenn er her will, wenn er zu mir will. Der braucht den anrufen. Also wozu? Ja, da haben Sie wohl recht. Bei Ihnen wäre ein Smartphone totale Verschwendung. Ach, was gibt's denn? Ach, zum Mittag habe ich für Sie einen Schweinsbraten mit Semmelknödel. Sehr gut. Und für abends habe ich Ihnen Leberkäse mit Spinat und Röstelkartoffeln mitgebracht. Leberkäse mit Spinat, sowas habe ich bestellt? Ja, da haben Sie letztes Mal die Kotze gemacht. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Was hat mich da geritten? Warten Sie. Hier. Ja, genau da. Hier haben Sie Ihr Kreuzer gemacht. Sehen Sie? Das ist genau das Kreuzer, was Sie immer machen. Tatsächlich? Ja. Leberkäse mit Spinat. Da kann man das noch umtaschen. Herr Jacek, nein. Herr Jacek, wir haben leider immer nur das mit, was Sie oder die anderen Klienten bestellt haben. Und das war's. Ja, kann man das nicht mehr umtaschen? Nein. Ja, ja. Das könnte man ja umtaschen, wenn sich jemand geirrt hat von den Klientinnen. Es irrt sich meistens niemand. Tut mir leid. Ach, Herr Jacek, machen Sie es nicht unnötig kompliziert. Wieso kompliziert? Wieso versuchen Sie nicht einfach den Leberkäse? Hm? Ja, weil er mir trotzdem nicht schmeckt. Herr Jacek, ich habe eine gute Idee. Sie nehmen einfach Ihre Füße, stecken sie in Ihre Schuhe und gehen in ein Restaurant. Restaurant, den Italiener, das ist ein Inder geworden. Das Griechische, da hat mir noch nie geschmeckt und das der Nachbarlokal, da hört mir auch nichts mehr Gutes. Also was soll ich machen? Sie könnten doch mal was Neues ausprobieren. So, jetzt kommen Sie aber erstmal mit, setzen sich ins Wohnzimmer und entspannen sich ein wenig. Verstehen Sie jetzt, was ich gemeint habe mit der Saugkraft von Herkules 1250? Das kann mein alter Staubsauger aber auch. Das glaube ich irgendwie nicht. Wieso denn nicht? Soll ich ihn aus dem Schrank holen? Und ich finde, Kaffee aus einem Stückchen Teppich zu saugen jetzt nicht eine Besonderheit. Aber Sie sehen doch, dass hier überhaupt kein Rest mehr geblieben ist. Es ist alles, bis aufs Letzte, in diesem Filter. Hat Ihr Herkules 1250 auch einen Wassertank? Einen was?
Einen Wassertank. Warum soll er denn einen Wassertank haben? Zur Filterung des eingesaugten Staubs. Kennen Sie die Werbung aus dem Fernsehen, diese Marke? Sie wissen schon. Nein, ich weiß es nicht. Ist ja egal. Aber diese Staubsauger aus dem Fernsehen, die haben alle einen eingebauten Wassertank. Soll gut sein gegen Allergien. Hausstaubmilben, ich leide sehr darunter. Brennende Nase, juckende Augen, schlaflose Nächte. Ich leide wirklich sehr. Ich leide auch. Bitte, was haben Sie gesagt? Gar nichts, ich habe gar nichts gesagt. Kommen wir vom Thema Wassertank ab und sprechen darüber, dass mein Staubsauger einen HEPA-Filter hat. Oh, nein, danke, hatte ich schon. Funktioniert anfänglichst wirklich toll, aber dann irgendwann verstopft dieses Ding und wird getauscht und es ist dann echt teuer. Dann machen wir es einfach so. Mein Angebot, ich gebe diesen HEPA-Filter einfach gratis zum kompletten Set dazu. Ich weiß nicht so recht. Was wissen Sie nicht so recht? Irgendwie sagt mir dieses Konzept mit dem Wassertank doch mehr zu. Vergessen Sie einfach diesen scheiß Wassertank! Nicht in diesem Ton. Wenn ich mir einen Staubsauger mit einem Wassertank kaufen möchte, dann tue ich das auch. Haben Sie mich verstanden? Das kann doch nicht wahr sein. Ob Sie mich verstanden haben? Wann kommt eigentlich Ihr Mann zurück? Ich bin geschieden. Wann kommt denn Ihr Verlobter? Ich habe keinen Verlobten. Warum haben Sie denn diesen Ring am Finger? Das geht Sie nichts an. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus? Worauf ich hinaus will? Ich möchte wissen, wann der Herr im Haus zurück ist. Irgendwer, der Bruder, der Vater, der Schwiegersohn, irgendjemand. Ich habe keinen Bock mehr auf Leute, die sich nicht auskennen. Was fällt dir denn eigentlich ein, so mit mir zu sprechen? Was sind meine eigenen vier Wänden? Halt doch einfach deine Klappe! Die ganze Zeit bohrst du mir irgendwelche Fragen in den Kopf! Weißt du, du strapazierst meine Geduld etwas zu sehr. Das ist ja wirklich... Kein Wunder, dass du keinen Mann hast. Wer soll denn das aushalten? Raus hier sofort! So schnell wirst du mich leider nicht los. Du wirst mir nämlich einen Staubsauger abkaufen. Du wirst mir diesen Staubsauger hier abkaufen. Ich hab die Schnauze voll von frustrierten Hausfrauen. Ich bin keine Hausfrau, sie sexist. Und ich werde Ihnen ganz bestimmt nichts abkaufen. Und jetzt packen Sie Ihren Krempel und verschwinden Sie aus meiner Wohnung. Wie wäre es, wenn Sie einfach nur diesen Vertrag hier unterschreiben? Verschwinden Sie, sonst rufe ich die Polizei. Habe.
Und eines kann ich Ihnen versichern, Ihren Job sind Sie los. Ich werde heute noch Ihren Vorgesetzten anrufen und dafür sorgen, dass Sie gekündigt werden. Das Essen ist fertig! Bitte schön. So, sieht doch richtig lecker aus. Ja, ist ja auch kein Leberkäse mit Spinat. Lassen Sie es gut schmecken, Herr Jatzi. Ja, ohne Bier schmeckt es nur halb so gut. Da haben Sie recht. Haben Sie eins? Ja, im Kühlschrank. In der Türe. Nehmen Sie sich auch eins. Herr Jacek, ich darf doch keinen Alkohol trinken, wenn ich im Dienst bin. Im Dienst? Das klingt wie wenn es bei der Polizei wäre. Nein, da würde ich ja gar nicht hinpassen. Aber ich darf trotzdem während meiner Arbeitszeit keinen Alkohol trinken. Ist regelt. Ja, aber bitte, Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Also lass uns mich nicht allein trinken. Ein kleines Schlückchen und ich werde es auch niemandem verraten. Okay, Sie haben mich überredet, ja? So, und worauf wollen wir anstoßen? Warten Sie. So, bitteschön. Сегодня такой хороший день, прекрасная погода и голубое небо. Was heißt denn das? Heute ist so ein schöner Tag, so ein schönes Wetter und so ein schöner blauer Himmel. Stoßen wir darauf an und dass ich endlich meine Millionen im Lotto gewinne. Okay, Prost. Bitteschön. Grüß deine Frau Zelenka. Ja, Ernstl, was machst denn du da? Ist was passiert? Nein, kein Grund zur Besorgnis, Frau Zelenka. Ein paar Kollegen von der Forstaufsicht, André Jager und ich, wir sind nur unterwegs und informieren die Bevölkerung darüber, dass im Bereich vom Wald ein paar Fallen aufgestellt worden sind. Geht's leicht um den Wolf, der da draußen umgeht? Ganz genau. Es ist allerhöchste Zeit geworden, dass da Maßnahmen ergriffen werden. Dass die Bestie endlich einmal zu Schreck gebracht wird. Na Gott sei Dank gibt's Leute wie euch nicht, wer die Bevölkerung beschützen. Ja, in dem Fall ist es mir natürlich ein besonderes Anliegen, Frau Zelenka, dass Sie und die anderen Leute in der Gegend beschützt werden. Weil ich tue es ja auch wegen meinem Bruder. Ja. Der ist Bauer. Wissen Sie, gell? Ja, das weiß ich. Kenne ihn eh gut. Ich kaufe seit Jahren Milch und Eierbeeren. Ja, stellen Sie sich vor, eine Kuh! Ja, zwei Schafe und vier Händel haben das Mistvieh schon gekostet. Na, geh wirklich. Ja, wir haben eh schon viel zu lang. Viel zu lang, sag ich. Naja, aber Gott sei Dank greift das Mistvieh keine Menschen an, nicht wahr? Bis jetzt noch nicht, bis jetzt, Frau Zelenka. Sind wir froh, aber wollen wir das Glück nicht zu lange auf die Probe stellen? Darum unternehmen wir was, dass Leute ein bisschen geschützt sind. Aber ernsthaft? Mich braucht's nicht beschützen, nein, sicher nicht. Außerdem war der Wolf ja gar nicht bei mir da. Wie wollen Sie denn da so sicher sein? Gib mir den Ernst. Ich wohne ja schon so lange da. Ich kenne an jedem Baum, an jedem Strauch, an jedem Star. Also war der Wolf bei mir da gewesen, dann hätte ich sicher Spuren entdeckt. Trotzdem, versprechen Sie mir, dass Sie aufpassen. Schauen Sie einen um, ja? Ernst, bitte. Wer hat denn schon an einem alten Sachen Stickelfleisch wie mich Interesse? Das ist ja gescheit schwarz nochmal, Frau Zelenka, wirklich war ich. Ja, ob jetzt nur schwarz ist oder nicht, das hat ja nicht zur Sache. Oder Hauptsache man hat an. Wenn man nichts mehr zum Lachen hat im Leben, naja, was hat man dann überhaupt noch davon? Haben Sie recht, Humor haben Sie. Aber haben Sie ja irgendwie eine Waffe im Haus? Was? Sofern Küchenmesser Waffen sind, ne, dann? Ja, nein, ich habe eigentlich mehr Pistolen oder Gewehr oder irgendwas in die Art gemeint. Nein, um Gottes Willen. So was haben meine Mama und ich nie besessen. Dann gib mir einer was.
Schatz. Das ist ein Tränengasspray. Ja. Damit können Sie einen im Ernstfall selber verteidigen. Nein, sicher nicht. Sowas will ich nicht. Ich kenne mich mit sowas überhaupt nicht aus. Keine Widerrede. Sie nehmen das. Ich erkläre Ihnen eh genau, wie es funktioniert. Was? Aber ich, schauen Sie, das ist ja keine Handgranaten. Damit können Sie nicht umbringen. Ja, höchstens außer Gefecht setzen. Und es gibt Ihnen im Notfall genug Zeit, dass Sie sich in Sicherheit bringen können und nach Hilfe rufen können. Aber wenn du mir den Spray da gibst, mit was willst du dann du beschützen? Frau Zelenka, schauen Sie, machen Sie auch nicht keine Sorgen. Das ist ein Colt 1911. Ja, mit dem Ding. Nicht das Mistviech um. Ein ausgewachsener Wolf. Das Baby da und ich, wir sind eins. Wenn du wirklich so gut damit umgehen kannst. Auch was von dem gottverdammten Zeug! Mach die Tür zu. Was ist denn die gottverdammte Wohnung? Was soll denn der Scheiß? Ich brauche nur ein bisschen Nachschub. Ich brauche Nachschub, ist das möglich? Es ist 1:15. Das sind nicht alle. Und? Wie viel hast du gestern verdient? 100? 150? Ich habe seit 2 Wochen keinen scheiß Abschluss mehr gemacht. Ich habe keinen Cent verdient. Das ist nicht mein Problem, Kollege. Bin ich dir scheißegal? Geht das alles am Arsch vorbei? Ich brauche ein wenig Nachschub. Von was? Ich glaube nein. Von was denn sonst? Du hast doch noch was da. Ich habe nichts mehr. Hast du letzte Woche die ganze Tüte geraucht, oder was? Das ist doch scheißegal. Es ist weg. Es ist weg. Du kriegst nichts. Ja, bist du mein Vater? Nein. Mein scheiß Gewissen? Ein bisschen helfen? Du musst wissen, was du tust. Ja, und das tue ich. Also geh mir nicht am Sack! Wie viel? Wie viel hast du denn? Trink was. Ich hab keine Zeit. Pass auf. Du musst dir keine Sorgen machen. Ja, ich komme ja schon! Thank you.
Lenker? Sind Sie da? Lea ist da, mit ihrem Essen. Frau Zelenka? Schönen guten Tag, Wolfgang Kratzek spricht. Kratzek. Ich muss mich leider für euch krank melden. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich muss mich krank melden, weil ich mich geredet fühle. Ich weiß nicht, was es ist. Nein, ich war noch nicht beim Arzt. Ich weiß, danke für die Info. Ich würde die ganze Woche nicht mit mir rechnen. Ist gut. Danke. Wiederhören. Nicht so laut!
Keine Angst, ich tue dir nichts. Aber ich Ihnen, wenn Sie noch einen Schritt näher machen. Okay, besser so. Was haben Sie mit Frau Zelenka gemacht? Ich hab gar nichts mit ihr da. Wir haben mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Ich habe ihr überhaupt kein Haar gekrümmt. Ich schwör's Ihnen bei Gott, ich stech Sie ab! Schst! Frau Zelenka ist tot. Das weiß ich, ich bin die ganze Zeit drüben neben ihr angebunden gewesen. Sie wissen, was er ihr angetan hat? Kennst du denn etwa? Ich weiß es nicht. Aber es könnten ja genauso auch Sie sein. Ich konnte nichts erkennen. Ich habe nichts gesehen. Es war so dunkel. Ich habe sein Gesicht nicht erkennen können. Und er hatte so eine Kapuze auf. Genauso eine, die Sie auch haben. Ja, aber diese Jacken haben immer eine Kapuze. Ich bin ja genauso gefesselt worden. Schau. Nein. Das könnten Sie auch. Das könnten Sie sich auch einfach so selber gemacht haben. Ja, um mich zu täuschen. Wieso hätte das tun sollen, bitte? Was habe ich davon, dich zu täuschen? Keine Ahnung, was in einem Kopf in eines von irgend so einem Perversen vorgeht. Schau, da. Habe ich mir das vielleicht selber da? Haben wir da selber eine drüber zu? Mit dem Schnitzelhammer von der Zelenka, oder? Okay. Dann erzählen Sie mir aber erstmal, warum Sie hier sind. Wie sind Sie hierher gekommen? Auf die Story bin ich aber jetzt mal gespannt. Ich habe mir einer Gruppe von der Forstaufsicht angeschlossen, um die Leute hier in der Gegend zu informieren, dass das Fallen aufgestellt worden sind, Mensch. Was für Fallen? Ja, wegen dem Wolf. Ah, der Wolf, der angeblich hier sein Unwesen treibt. Nicht angeblich. Den gibt's wirklich, das ist eine Tatsache. Tatsache. Ja. Der böse, schwarze, große Wolf. Ja, aber schwarz ist, weiß ich nicht. Und als nächstes wollen Sie mir erklären, dass ich mir das vielleicht eingebildet habe. Dass das kein Mann wäre, der Frau Zelenka aufgegessen hat. Und dass ich mir das nur eingebildet habe, nicht? Ja. Und dass der große, böse Wolf Frau Zelenka umgebracht hat. Ja, nein, natürlich nicht. Aber der Wolf hat... Das ist doch im Moment überhaupt wichtig. Was? Was suchst du denn? Mein Handy. Damit ich die Polizei verständigen kann. Ich schätze, das ist genauso weg wie meins. Weil meine Pistolen haben sie mir auch genommen und die hat der Schlüssel. Die ganzen Sachen sind weg. Scheint, sie hätten der neues doch, ja? Als ob das mehrere wären. Ich habe jedenfalls nur einen gesehen. Der sich durch Zelenkas Bauchdecke gefressen hat. Hey, ich weiß, das ist schlimm. Ich weiß, das ist schlimm, aber wir sollten keine Zeit mehr verlieren. Wir sollten schauen, dass wir wegkommen von da. Komm. Okay, durch die Tür. Schauen Sie nach. Okay. Ja? Ist die Luft rein? Denk schon. Okay. Aber sei vorsichtig, sei leise. Schau, wir sind allein. Es ist keiner zum Sehen. Verdammt! Was ist los? Die Leitung ist tot. Es hebt mir ein Punkt, hier. Sehen wir zu, dass wir hier wegkommen. Nein. Sei vorsichtig. Die Luft ist rein. Mein Auto! Der steht da drüben auf dem Parkplatz. Meins auch. Besser, wir bleiben auf der Straße, als wir gehen durch den Wald. Aber wenn sie gerade jetzt wiederkommen? Wenn er wiederkommt, er! Ja, sie ist doch komplett wurscht, aber auf der Straße sind wir schutzlos ausgeliefert. Da können wir uns nicht einmal schnell verstecken. Dann gehen wir durch den Wald. Ja, komm.
Sie müssen es helfen. Bitte, Sie müssen uns helfen. Was ist denn passiert? Frau Zelenka ist tot. Es ist bestialisch ermordet und aufgefressen worden. Aufgefressen worden? Ja, ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Und welche Drogen habt ihr vorher reingehabt? Ich habe gar keine Drogen genommen. Ich bin das Mädchen, was Frau Zelenka das Essen bringt. Sie wissen das doch, Sie kennen mich. Sie ich sind der Jogger. Ganz genau. Was hast du denn mit der Schere vor? Hey, mein Auto ist weg. Mein Auto ist weg, das hat da hinten gestanden. Scheiße, meins auch. Zwei Autos weg, die Frau Zelenka ermordet und aufgefressen. Hey, bitte, Sie müssen mir ein Handy bohren. Ich möchte die Polizei verständigen. Ich habe kein Handy dabei. Ich will einfach nur im Wald spazieren gehen. Nach der Arbeit ein bisschen entspannen. Ihr erzählt mir jetzt einfach genau, was ihr gesehen habt. Wen ihr wo gesehen habt und was passiert ist. Die Lea hat es gestern nicht für notwendig geachtet, dass die Lea ein Essensbox zurückbringt. Ja, haben Sie versucht, sie anzurufen? Ich? Wieso soll ich sie anrufen, bitte? Ja, wenn sich hier jemand um die Angelegenheiten anderer Leute kümmert, sind das ja wohl Sie, oder? Bitte, was soll das jetzt heißen? Dass Sie Ihre Rolle hier ziemlich wichtig nehmen. Schauen Sie, dass Sie vor Ihrer eigenen Tür kehren. Hopp! Verstehen Sie das jetzt? Wir haben das nicht erfunden. Bitte, können Sie uns jetzt endlich in die Stadt bringen? Was zum Teufel? Was ist los? In dem Auto da, da ist mein Handy drin. Ah! Hey! Oh. Knarre, du alter Wichser! Du musst Arschloch! Aufwachen, wir haben was vor. Steh auf! Wo ist Ernst? Um den musst du dir keine Sorgen machen. Nimm einfach die Tasche aus dem Auto und dann haben wir Spaß. Nimm die Tasche raus. Was ist da drin? Du sollst die Tasche rausnehmen! Was haben Sie? Los! Hier vor! Das wirst du noch sehen. Wir hätten einfach auf einen Scheiß Drink gehen können, aber warst du zu gut? Es tut mir leid. Ich wollte Sie mit meinem Korb nicht beleidigen. Es tut mir leid. Was? Was? Glaubst du nicht, dass mir das scheißegal ist? Wir können doch jetzt auf einen Drink gehen. Das wird dir so passen, oder? Nein. Du musst schon sehen, was du vorhast, du kleine Schlampe. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Machen Sie mich sofort los! Sofort! Wenn hier einer schreit, dann bin ich. Das hast du nicht verstanden. Ob du mich verstanden hast, will ich wissen. Ja, ja, ja. Zum Teufel, ich hab's verstanden. Dann ist ja gut. Ich bin dich auch wieder los. Wirklich? Sobald ich mit dir fertig bin. Was haben Sie mit mir vor? Perverses Dreckschwein! Zuerst wollte ich ja nur was mit dir trinken. Damit wir einander näher kennenlernen. Näher kennenlernen? Dass ich nicht lache, ja? Dir wird das Lachen schon noch vergehen. Sie? Sie wollten doch nur mit mir ins Bett. Das ist alles. Bild dir bloß nichts ein, du kleine Schlampe. Ah ja? Und jetzt wollen Sie mich vergewaltigen? Weil Sie sonst keine andere Frau ins Bett bekommen? Sie schwanzloser Psycho, Sie! Wenn ich bloß ficken will, dann gehe ich ins Laufhaus, gebe der alten 100 Euro und die macht mit mir das volle Programm, ohne dass ich mir ihre beschissene Geschichte anhören muss. Töten?
Und essen Sie da auch die Frauen? Gute Frage. Also für gewöhnlich fick ich sie, dann töte ich sie und dann esse ich sie. Aber das kommt ja ganz drauf an, wonach mir der Sinn steht. Vielleicht ist bei der nächsten so, dass ich sie ficke, dann esse und dann töte. Sie widert mich an! Ja. Diese Huren haben sie ja nicht anders verdient. Ich tue der Allgemeinheit einen Gefallen. Diese Huren sind auch nur Frauen. Das sind alles Menschen, die sie umbringen. Was kümmert dich jetzt denn die Existenz von einer mickrigen Nutte, die ihr Geld verdient, indem sie ihre Beine breit macht? Diese Frauen haben ihnen nichts getan. Genauso wie ich ihnen nichts getan habe. Das sagst du. Ich habe ihnen nichts getan. Sie kennen mich doch überhaupt nicht. Warum? Es trifft mich keine Schuld! Frauen. Frauen sind von Geburt an schuldig, durchtrieben und verhuret. Sie sind krank. Sie sind komplett krank. Sie gehören in eine Anstalt. Sie gehören unter ärztlicher Aufsicht. Das kann schon gut sein, aber noch laufe ich ja frei herum und bin mit dir ganz alleine und es kann uns niemand hören. Frau Zerlink. Was? Zelenka, sie war eine liebenswürdige, nette, alte Frau. Sie war ihr ganzes Leben lang ihrem Mann treu. Warum musste sie sterben? Warum? Irgendwie musste ich mir die Zeit vertreiben, bis du gekommen bist. Weißt du? Frau Zelenka war ein altes, zähes Stück Fleisch. Rückblickend gesehen muss ich wohl ziemlich hungrig gewesen sein. Ihre Bauchdecke zu durchbeißen. Blut zu trinken und ihre Eingeweide um meine Zunge wickeln, als wären Stockplätze. Sie fühlt an mich an. Und du teilst mich an. Toll. Wo ist denn eure Emanzipation jetzt? Was zum Teufel meinst du damit? Das weißt du ganz genau, kleine dumme Schlange. Oh,
Halt's Maul, du kleine Schlampe! Ich habe jetzt alle Klienten der gestrigen Tour angerufen und es liegen keine Beschwerden vor. Ich habe nur die Frau Zellenker noch nicht erreicht. Da scheint es, als wäre ihr Telefon tot oder die Leitung tot. Tot? Ich hab's zweimal probiert und es ist tot. Da tut sich gar nichts, wenn man anruft. Frau Zelenka, das ist doch diese Frau, die im Wald wohnt. Ja, genau, die allein mitten im Wald lebt. Und das war die letzte auf ihrer Tour? Ja. Machen Sie sich doch keine Sorgen. Nein, Lea ist sicher. Haben wir Wegbeschreibung zu dem Haus? Ja, bei den Akten. Ja, geben's her. Ich bin nicht da. Ja, aber ich habe 10 Lessig für mich. Ja, dann sagen Sie halt ab, was soll's. Aber da geht's um die Versicherung. Ja, und? Wenn's um meine Familie geht. Okay. Ich gebe dir jetzt einen kurzen Einblick in das, was mein Großvater mit mir gemacht hat. Jeden Tag. Wollen Sie mich vergewaltigen? Nein. Noch nicht. Was? Ich habe gehört, dass Lea nicht mehr gekommen ist. Ja, das stimmt. Was ist mit dir? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich versuche das jetzt raus. Ja, wegen die Konzertkarten. Da wollte ich was fragen. Konzertkarten? Bist du deppert? An deine Arbeit. Ja. So ein Depp. Genau so habe ich auch geweint, als ich ein kleiner Junge war. Nein! Bitte hör sie auf! Bitte! Oh, fuck! Glaubst du, mein Großvater hat aufgehört, als ich ihn drum angefleht habe? Und mein Großvater war viel stärker als ich. Er war am Stahlbau beschäftigt. Aber ich nehme es meinem Großvater gar nicht übel. Ihm ist viel schlimmer, was in seiner Kriegsgefangenschaft in Russland passiert. Ich verstehe Sie jetzt. Ja, ich kann Sie jetzt verstehen. Ach so? Ja. Sie trifft keine Schuld. Genauso wenig wie Ihren Großvater. Sie sind beide Opfer äußerer Umstände. Du bist so klug, wie du alles durchschaust. Ja, das tue ich. Und ich habe auch kein Problem, wirklich nicht. Ich bin nicht böse. Du bist nicht böse? Ja, ich bin Ihnen nicht böse. Ich habe dich gefesselt, ich habe eine Zigarette alle ausgedämpft und ich habe dich geschlagen mit dem Gürtel, sogar mit der Schnalle. Und du bist mir nicht böse? Ich vergebe Ihnen. Du vergibst. Ja. Ja, ich vergebe Ihnen. Das ist so großzügig von dir. Keine Ursache. Und was hast du dir als Gegenleistung vorgestellt? Dass Sie mich freilassen. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Ich werde niemandem was davon erzählen und es wird keiner was davon erfahren. Du wirst also niemandem davon erzählen? Ja, ich schwöre es bei Gott. Großes Ehrenwort? Ganz großes Ehrenwort. Wärst du jetzt ein Mann, kann ich dir den Scheiß sogar glauben. Aber leider bist und bleibst du eine dumme kleine Fotze. Denn die ganze
ganzen Frauen lügen, sobald sie das Maul aufmachen. Nein, nein, ich lüge nicht. Ich bin ein anständiges Mädchen. Wirklich, ich lüge nicht. Ich lüge nicht. Allein dafür sollte ich dich schon. Nein! Was man mit Lügnerinnen macht, man bringt sie zum Schweigen. Ist es bequem so? Je mehr du dich bewegst, desto weniger kriegst du Luft. Also ich werde mich entspannen. Das stimmt doch. Diese Idee ist mir übrigens selbst gekommen. Die hat nichts mit meinem Großvater zu tun. Die Striemen hätte jeder gesehen. Er hätte nicht mal meine Großmutter entdecken können, die blöde Fotze. Hat sie sich im Stich gelassen? Mich im Stich gelassen? Nicht nur einmal. Ich habe meine Großmutter geliebt. Dass ich mich bei meiner Bitte nützen trägt. Dafür hasse ich sie. Sagen Sie das nicht. Sie hat all die Jahre lang zugesehen, was mir im Keller passiert ist, diese kleine Schlampe. Und hat tatenlos zugesehen und nichts gemacht. Dafür hasse ich sie. Aber Sie müssen mir vergeben. Ich soll ihr vergeben? Ja, sonst werden Sie nie darüber hinwegkommen. Sie müssen mir vergeben. Vergeben! Ich hab die Schnauze voll von deiner Fresse. Ich möchte deine blöde Fresse jetzt nicht mehr sehen. Warum sagst du denn jetzt nichts? Hat's jetzt die Sprache verschlagen? Schlampe. Wir machen weiter. Ingrid! Schön das Mal aufmachen, bis es gesund sagt man, oder? Das ist nicht wahr. Ich glaube gleich, nein, ich... Das ist nicht wahr. Oh, ist das so?
Mir sollst du schmoren. Vielleicht gefällt's mir da. Ja. Solche Menschen wie Sie sollten ausgerottet werden. Sie sollten öffentlich erhängt werden, damit alle ihre Leiche verwesen sehen. Vielleicht passiert das. Man kann im Leben ja nicht hundertprozentig alles voraussagen. Aber es müsste schon ein größeres Wunder passieren, dass du das noch miterleben könntest. Ich würde höchstpersönlich den Stuhl unter ihnen wegtreten. Hat dir das gefallen? Würde es dir gefallen, jemanden umzubringen? Würde es dich erregen, jemanden das Leben zu nehmen? Herr, über Leben und Tod zu sein, das ist so herrlich! Man fühlt sich wie Gott. Du bist wahnsinnig. Nein, du bist nicht nur wahnsinnig, du bist größten wahnsinnig. Du bist genauso wie dieser Unterweger. Jack Unterweger war ein Feind. Das sind sie auch. Ja? Du Schlappschwanz, du! Unterweger hat sich in seiner Gefängniszelle das Leben genommen. Das würde ich ja niemals tun. Ich würde alles, alles dafür geben, dich tot zu sehen. Alles. Du gibst doch schon alles. Oh, oh nein. Dein Leben. Was ist mit Ina? Was ist mit Ina? Warte, hat man auf sich geschossen? Das hat probiert umzubringen. Er hat mich dort gestellt. Haben Sie meine Nichte gesehen? Blond. Wo ist sie? Im Wald oder Zart. Kann es sein, dass sie im Haus von Frau Zelenka, dass er da hieß mit ihr? Ja. Rennen Sie nicht auf! Ja, glaub! Ja! Ich glaub gar nicht! Rennen Sie nicht auf! Sie schaffen das! Keine Angst, keine Angst! Keine Angst! Ruhig, ruhig, ruhig! Ja, ja, Rettung, ja! Kommen Sie nach Alpbach! Forst 111! Ganz schnell, ja, ja! Da ist ein Mann angeschossen worden! Ja! Es ist dringend! Und die rufen Sie die Polizei! Durch so eine zarte, kleine, feingliedrige, unschuldig wirkende Hand. Wie viel Schwänze hat die wohl schon gewichst? Fick dich! Du meinst ganz im Ernst? Wie viel Schwänze haben dich schon gefickt? 20? 30? Oder mehr? Es ist ja auch egal. Du musst dich nicht fürchten, es kommt nur noch meine dazu. Thank you.
Womit fangen wir an? Hm? Mit dem Daumen? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin irgendwie abergläubisch, was die Reihenfolge anbelangt. Ich glaube, ich fange mit dem kleinen Finger an und arbeite mich einfach vor bis zum Daumen. Ja, genau. Gleich sind wir weg hier. Komm, gleich sind wir weg. Komm. Ha ha ha.